Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 mit einem Crashfall. Im letzten Part haben wir den Blumencup mit 3 Sternen durchgezockt und jetzt kriegen wir einen Koopaling. Ja, und zwar Ludwig. Ludwig ist einer meiner Lieblings-Koopalinge. Aber ich wollte ihn eigentlich jetzt nicht wählen. Und wir haben das Go-Kart. Cool. Aber, nein. Ich möchte Waluigi wählen, wie ich schon gesagt habe. Waluigi ist hier. Er war direkt über Ludwig. Also mit dem Jetbike sind wir gar ganz schön abgegangen. Aber dieses Mal nehmen wir das Go-Kart. Ja, Haftung ist jetzt nicht so geil. Beschleunigung ist auch nicht so ordentlich. Beschleunigung nehmen wir einfach mal Holz und ja, hier diesen Gleiter und der Sternkopf mit dem Sonnenflughafen, der Delfinlagune, dem Diskodrom und der Wario-Abfahrt. Ja, für viele Leute ein der Lieblings-Grand Prix, meiner eigentlich auch. So ist das nun mal. Sonnenflughafen ist auch eine geile Strecke, die man sehr oft im Trailer gesehen hat. Los! Sehr oft im Trailer gesehen hat. Delfinlagune fand ich jetzt nicht so toll. Ist eigentlich meiner Meinung nach die Stage, die Strecke, die am uncoolsten ist von dem Cup hier. Und ja, Warios Abfahrt, keine Frage, großartige Strecke. Vielleicht eine meiner Lieblingsstrecken. Boah, Waluigi ist cool. Waluigi ist richtig gut, müsst ihr wissen. Der, also mit dem Go-Kart lässt er sich super steuern. Okay, halten wir uns rechts, damit wir immer diese Drehdinger dann mitnehmen können. Okay, da hinten ist Luigi, ja, oder Yoshi, ich weiß es nicht. Sah nach Luigi aus, wow. Die Schatteneffekte sind geil, die Wolken sehen echt gut aus. Sunshine Airport, alles glänzt so schön. Oh Mann, jetzt bin ich gegen die Ding gerast, gegen die Kiste. Boah, super. Was war nochmal die dritte Strecke? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Ach, werden wir früh genug schon erfahren. Auf jeden Fall, ja. Sieht auf jeden Fall bombastisch aus. Ich liebe es, wie Nintendo hier so übertrieben detailreich gewesen ist und einfach mal sogar auf diesen Flugzeugen eigene Marken, die sie selber, ja, selber gemacht haben. Es ist nichts Besonderes, aber es ist halt einfach, diese Liebe zum Detail ist einfach großartig. Diese Leidenschaft, wow. Ey, geil. Leute, das sieht doch super aus. Ey, ich krieg richtig Sommergefühle. So richtig Bock, wieder in Urlaub zu fahren. Und ich werde ja demnächst in Urlaub fahren. In einer Woche werde ich wahrscheinlich in Amerika sein. Mist. Und apropos Amerika, habe ich schon mal in einem Super Smash Bros. Brawl Part gesagt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein paar Parts hochladen kann, da ich sie dann tatsächlich alle fertig bearbeiten muss und das ist ziemlich viel Arbeit. So 10 Parts, ja 7-6 Parts voll und ganz zu bearbeiten. Ja, in einer Woche oder so. Damit ich dann auch was zum Hochladen habe. Wow. Und ich glaube, dieses Projekt wird sogar ein Projekt sein, was ich mehr als zweimal in der Woche hochladen werde. Bisher habe ich ja immer nur so zweimal in der Woche ein Part hochgeladen. Und damit haben wir es geschafft. Ja, geschafft. Zweimal in der Woche ein Part hochgeladen, sei es NES Remix oder ja Super Smash Bros. Brawl. Da gab es das eigentlich noch nicht mit den zweimal in der Woche. Und ich will ehrlich sein, Mario Kart 8 ist so ein Projekt, das gefällt mir einfach mal so sehr. Ich möchte das mehr als zweimal in der Woche bringen. Und ich glaube, das wird auch mein beliebtestes Projekt sein seit Ewigkeiten. Vielleicht wird es jetzt nicht ja einfach in der deutschen Community, einfach unter den bekannteren YouTubern einfach
Wie sagt man das jetzt am besten? Also, ich glaube nicht, dass es jetzt zu 1000 Abos führen wird, aber ich glaube, dass es unter meinen Abonnenten, die ich im Moment habe, das wohl beliebteste Projekt sein wird. Ich bin mir sicher, dass ich nicht hier jetzt direkt bekannt werde und auf einen Schlag 1000 Abos ernten werde. Sowas gibt es zwar, aber unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch niemand, der es deshalb macht, weil ich Fame sein möchte. Na gut, irgendwie ja schon, aber der einzige Grund an sich war ja eigentlich, dass ich einfach was gebraucht habe. Eine Konstante zu meinem Alltag. Das habe ich schon oft genug gesagt, sicherlich 3-4 Mal. Aber ich will es einfach nochmal sagen. Es sollte eine Konstante zu meinem Alltag werden und das ist sie auch geworden. Und jetzt ist mir egal, ob ich hier nur 30 Abos habe oder ob ich hier die 50.000 Abos habe. 50.000 Abos, ja, ist klar. Aber, naja, trotzdem. Es ist genauso, wie ich es wollte. Okay, nächstes Mal werde ich da rechts lang fahren. Versprochen. Es ist einfach so entspannt. Wisst ihr, es macht auch Spaß. Und, ja, es ist ein Grund, warum ich, ja, cool. Ich habe den gerade aufs Maul geworfen. Es ist ein Grund, warum ich abends, ja, es ist was, was ich abends machen kann, ohne dass ich hier ewig dran sitze. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass es teilweise ankommt, was ich hier mache. Ich möchte einfach was Spaß haben. Wisst ihr? Und ich habe das, ich habe wirklich das Gefühl, das kommt an. Und deshalb mache ich meine Let's Plays. Und wenn es dann so gut ankommt, also dass Leute sich das wirklich sehr gerne angucken und es auch eine Menge Klicks gibt und so. Scheiße, sorry. Ich werde mein Bestes machen. Ach, scheiß Lakitu. Sorry, Leute, hat nicht geklappt. Ja, wenn es gut ankommt und Leute das oft sehen möchten, dann mache ich einfach mehr. Ich mache einfach mehr von den Videos. Nicht mich, nicht mich. Okay. Dann lade ich auch mal 3 Videos in der Woche hoch. Oder 4. Wer weiß. Vielleicht sogar mal 5. Ach, keine Ahnung. Ach, das wird leider nichts mehr. Na gut, egal. Kein 3-Sterne-Pokal, aber das mache ich dann offscreen. Ah ja. Und wenn es gut ankommt, lade ich halt einfach mehr hoch. Deshalb mache ich meine Let's Plays und deshalb überlege ich mir auch, mehr hochzuladen und regelmäßiger und öfter. Und die Shy Guys und die Koopas tanzen im Discodrom der Watzen, keine Ahnung. Ja, drittes Rennen, Discodrom. Eine, ja, doch, tatsächlich, Discodrom. Es war auch so eine Strecke, shit. Eine Strecke, die mir übelst gefallen hat. Bei der ich aber online wieder verkackt habe. Ja. Aber so richtig verkackt habe. Na gut, es war halt auch so global online, da waren halt ziemliche Pros am Start, aber trotzdem keine Entschuldigung dafür, was ich abgezogen habe. Ich habe auch oft gegen Japaner gespielt, aber ehrlich gesagt, das größte Problem haben nicht die Japaner dargestellt, sondern eigentlich ja, Franzosen waren richtig gut. Also Franzosen waren sehr, sehr, sehr gut in dem Spiel. Ich habe auch einen gesehen mit 3000 Punkten, das war die Person, das war auch ein Franzecke. So was sagt man zwar nicht, aber ich bin's leid, die ganze Zeit Franzose zu sagen. Auf jeden Fall. Der Kerl hatte tatsächlich 3000 Punkte, was zum Fick, ey. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie so ein bekannter Kerl gewesen ist, der das Spiel schon 3-4 Wochen vor Release gekriegt hat. Ich glaube, das war ein ganz normaler Kerl wie du und ich. Er spielt halt einfach in Frankreich vielleicht 1-2 Tage früher gekriegt hat oder es vorbestellt hat.
Und er hatte doch tatsächlich 3000 Punkte. Was geht mit dem? Alter, da frage ich mich manchmal echt, was machen Leute eigentlich so außer Mario Kart 8 zocken, wenn man jetzt schon ja, eine Woche nach Release, ach leck mich doch, eine Woche nach Release schon 3000 Punkte hat. Jetzt mal ernsthaft, was ist da los? 3000 Punkte sind viel zu viel. Ich meine, bis vor einer halben Woche war noch der beste Mario Kart 8 Spieler, wo das Spiel halt noch nicht offiziell erschienen ist. Das waren halt so Leute von TGN, IGN meine ich, oder GameXplain. Ich glaube, das war der Kerl von GameXplain, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall so ein Ami. Der hatte da die 2500 Punkte. Und da denke ich mir schon so, ja krass. Aber der Kerl hatte das ja schon eine ganze Weile. Aber dann kommt so ein Typ her, der einfach mal 3000 Punkte hat. Wo ich mir denke, da fuck, Alter. Was sind das denn für Kerle, die da, oder Frauen, wer weiß, ist ja alles anonym mehr oder weniger, die da einfach mal so herb suchten. Ich meine, ich habe das Gefühl, dass ich in letzter Zeit richtig viel zocke. Und ich bin gerade, vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht sonderlich gut bin, bin bei, lass mich mal überlegen, 1220 Punkten, ja, ungefähr. Und ich finde es krass. Lass mich doch! Nein! Wehe! Nein! Mann! Alter, Luigi! Das war doch... Mann! Oh. Nur weil ich seine böse Hälfte bin, oder was? Varios Abfahrt, Ende im Gelände und Schicht im Schacht. Varios Abfahrt, die letzte Runde in diesem Part. Letztes Rennen. 3, 2, 1, los geht's. Der Anfang vom Ende. Okay, Varios Abfahrt ist wie gesagt eine meiner Lieblingsstrecken. Und ich habe Angst vor Luigi. Weil er erstens ein eiskalter Bastard ist und zweitens hatte er gerade eine Superhupe. Ich meine, der Kerl hat mich einfach überholt, obwohl ich nichts dagegen machen konnte. Ich meine, ein blauer Panzer hat mich wirklich minimal vom Ende getroffen. Wenn ich es recht gesehen habe, war es tatsächlich so, dass zweimal ein blauer Panzer in einem Rennen gekommen ist, beim Discodrom. Tja. Habe ich hier schon im ersten Part erklärt, ich glaube im ersten Part, dass sowas passieren kann, aber eigentlich nicht passieren sollte. Okay. Ach, scheiße, nicht geschafft. Gut. Dann, ja, was gibt's noch groß zu sagen? Es gibt nicht mehr wirklich viel Themen zu bereden. Ich glaube, es wird so sein, dass ich Online-Matches, Online-Matches werde ich wahrscheinlich einfach ab und zu einfügen. Der wird einfach Part 6 oder 7 oder so einfach ein Online-Match sein, während die anderen Parts ganz normal, ja, ganz normale Parts sind. Also es wird keine extra Playlist dafür geben, aber ich werde es versuchen, so offensichtlich wie möglich zu machen, also so dass das Thumbnail ein bisschen variiert ist oder dass ich das extra groß in die Beschreibung schreibe. Ihr merkt, dass wir sind schon bei Runde 3, aber wir haben noch gar nicht den Teil von Runde 1 gesehen. Schon wieder scheiße. Den Teil von Runde 1 wieder gesehen. Das liegt daran, dass es eine 3-Passagen-Strecke ist. Die wurde in Mario Kart 7 zum ersten Mal eingeführt. Gab es davor noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber es gibt ja eine ganze Menge Mario Kart Teile. Viele eher unbekannte gab es auch. Auf jeden Fall, ja, auch ins Thumbnail oder einfach direkt in die Beschreibung auf jeden Fall. Und dann noch wahrscheinlich
in den Titel schreibe ich das auch, ja. Also ihr werdet es schon bemerken, wenn ihr ein bisschen aufmerksam seid. Tja. Und damit haben wir es beendet. Ich danke euch fürs Zusehen, Leute. Und das müsste eigentlich... Ja, weiß nicht. Ich glaube, ja, das müsste ein... es ist ein... Was ist es denn jetzt? Ich möchte wissen, was es ist. Ist es ein Goldpokal oder ein Ein Stern-Goldpokal? Ein Stern-Goldpokal. Wow, hätte ich jetzt nicht gedacht. Spezialcup freigeschaltet, neuer Kara, 150 Münzen und ein Stempel. Das war's auch schon. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Mario Kart 8. Auf Wiedersehen.